Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben noch ein bisschen ältere Fontänen, die sind schon sehr alt. Sie gibt es, glaube ich, schon seit 2000, das muss ich überlegen, ich glaube 8 oder 9 Jahre ist das schon her, dass es die Fontänen gibt, oder ich glaube 7. 7 Jahre weiß ich auf jeden Fall. Wir haben hier von Diamond die Cool & Hot Fontäne. Sie gab es im Fressmann für 2,99 2022. Und für 3 Euro dachte ich mir, ist es ein guter Vergleich wie zur Pegasus. Deswegen dachte ich mir, ich nehme sie mir einfach mal mit und teste die mit euch. Wir haben als NN-Angabe eine 140,5 Gramm und ein Bruttogewicht von 630 Gramm. Wenn es scharf stellt, könnt ihr das auch mal nochmal nachschauen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung der Cool & Hot von Diamond Fireworks. Bis gleich draußen. Cool & Hot. Mal schauen, wie die so ist. Ein bisschen runtergedrückt, muss ich sagen. Aber ansonsten schöne blaue Sterne überall. Ich weiß, das kommt jetzt auf der Kamera nicht so gut rüber, aber. Jobfontäne.